Ja, herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk und ich stehe hier auf der Reise und Camping in Essen am Stand von Globe Traveler. Und hinter mir ein Fahrzeug, ich war der Meinung, ich hätte es schon gefilmt, habe ich aber tatsächlich noch nicht. Und zwar den Voyager Z. Und den möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Also viel Spaß. Ja, fangen wir mal hier auf der Seite an. Hier ist auch ein bisschen weniger Publikumsverkehr. Ja, ihr seht, wunderbare Farbe, schwarz. Das Ganze auf einem 636er Maxi-Chassis. Wie immer bei Globe Traveler wird hier oben nochmal ein GFK-Aufbau draufgebaut. Wir haben jetzt hier auch das neue Modell mit dem grauen Heki. Wir haben hier die S4-Rahmenfenster. Hier werden allerdings komischerweise noch die alten Modelle verbaut mit diesem silbergrauen, ja, dieser silbergrauen Leiste oben. Ja, wir haben Frischwassertank, Toilettenschacht, wir haben eine Troma-Dieselheizung und eine Außendusche. Ja, machen wir ausnahmsweise mal den Heckstauraum als erstes, bevor wir reingehen. Ja, da oben seht ihr schon eine Aufnahme für einen Fahrradträger. Und hier dann die Heckstauklappe. Ja, die ist auch riesig. Ein bisschen zweigeteilt, klar, das ist ein Längsbett, ein Grundriss. Da müssen wir dann natürlich ein paar Kompromisse machen, aber ich denke, hier ist trotz allem genug Platz. Ja, wir haben hier einen Schrank mit der Batterie und auch der Ladeelektrik. Ja, hier oben ist noch Platz. Ja, dann haben wir hier den Gaskasten. Ja, der ist relativ klein, da geht eine 11er müsste da reingehen. Aber wie gesagt, wir haben eine Dieselheizung hier drin. Ah, da ist sowieso nicht allzu viel Stromverbrauch. Da ist noch Platz für Kabel, Trommel oder sonst die Utensilien. Ja, und selbst da oben ist noch mal riesig Platz. Ja, also hier ist noch eine Klappe. Dann gucken wir mal, was da dahinter ist. Ja, da seht ihr die D6. Da unten auch den Frostwächter und das Ablassventil. Jo, und jetzt gehen wir mal rein. Ja, machen wir hier draußen mal noch weiter. Ähnlich wie beim XS hier unten auch, frostsicher das Abwasserventil vom Grauwassertank. Und hier kommen wir auch von außen an den Schrank. Ja, eingelassene Trittstufe haben wir hier. Und jetzt gehen wir mal rein. So. Muss ich erstmal sehen, wie ich das Radio hier leiser kriege. Ja, wunderbar. Jo, Globe Traveler setzt in der Regel hier auf einen Peugeot Boxer. Ja, aber ansonsten ist der identisch zum Ducato. Ja, der ist ja mal cool. So, wir sehen uns. Dann gucken wir hier mal in die Dinette. Auch hier wieder USB 12 Volt. Und 230 Volt Steckdose. Wir haben hier noch so eine kleine, no, so ein kleines Fach, wo man irgendwas ablegen kann. Dann haben wir den Tisch. Ja, der lässt sich auch ausklappen. Da unten ist noch ein kleines Fach, aber das wird mit Sicherheit nur eine Serviceöffnung sein. Ich versuche mal dran zu kommen. Ja, da kommen wir an den Frischwassertank, an die Reinigungsöffnung. Ja, Ausströmer, da hinten ist auch noch ein offenes Fach. Ja, Küche, am Zweiflammenkocher, Pezzo-Zündung, ja, leider hier noch das alte Modell mit diesen komischen Penübeln, die immer kaputt gehen. Da gibt es mittlerweile tatsächlich neuere Modelle. Das Waschbecken ist auch ausreichend groß. Ja, hier oben haben wir die ganze
Elektronik, Temperaturfühler. Ja, das Ganze hat dann auch ein Hubbett. Ne, hier liegt jetzt ein Teil. Also da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ne, hier ist nochmal eine etwas härtere Kante. Da wird man wahrscheinlich mit einem dicken Topper arbeiten müssen, sonst könnte es unter Umständen etwas unbequem werden. So, ich gehe mal weiter in die Küche. Hier haben wir jetzt die Tür, die auch von außen, also beziehungsweise der Stauraum, der von außen auch zu öffnen ist. Eine Schublade. Das hier ist auch ausreichend groß, da kann man nicht meckern. Hier unten auch. So, Oberschränke sind auch genug da. Aber das ist jetzt auch mehr für Gewürze, als dass da wirklich was Großartiges reinpasst. Ja, hier schon eher. Ja, Kühlschrank ist auch da. Ah, der geht für zwei Leute ausreichend. Ja, wir haben hier noch eine Serviceklappe. Da bin ich mal gespannt, was da drunter ist. Bin ich jetzt überfragt, was das ist? Ich hole mir mal gerade Hilfe. So, also das ist eine zusätzliche Schmutzwasserpumpe. Habe ich gerade mal schlau gemacht, die das Wasser aus der Dusche mehr oder weniger raussaugt und dann in den Grauwassertank reinpumpt. Okay, muss man wissen. Jo, gehen wir mal in den Schlafbereich. Der ist jetzt wieder relativ groß. Ja, mit zwei Längsbetten. Schöne große Oberschränke. Ja, und auch diese umlaufenden LEDs. Ja, sehr hochwertig. Also das gefällt mir wirklich gut. Aber das Highlight kommt gleich. Das zeige ich euch gleich, wenn wir mal ins Bad gehen. Ja, offene Ablagen, jede Menge. Das Ganze auch schön gepolstert. Aber auch hier wieder, nur der links liegt, kann sein Handy laden. Der auf der anderen Seite muss dann sehen, wie er den Akku voll bekommt. Ja, hier oben ist schon Platz für einen Fernseher. Also zumindest der Anschluss ist schon mal da. Ja, wofür der Keil jetzt ist, das kann man hier vorne wahrscheinlich auch noch zumachen. Ja, also man kann tatsächlich hier den Bereich irgendwie noch ausziehen. Weil das Kissen passt hier irgendwie rein. So. Und dann haben wir hier eine große Liegefläche. Ja, schöne Details, wie immer bei Club Traveler hier mit diesen Kissen. Ja, und auch diese Bespannung von innen gefällt mir gut. Ja, wir haben ein kleines Heki. Da wird es sicherlich gegen Aufpreis auch noch ein größeres geben. Und wie gesagt, diese LEDs. Ich muss mal gucken, ob hier unten drunter auch noch Licht ist. Ist keins. Leider auch keine Lesespots. Doch, da hinten sind welche. Ja, da sind auch Lesespots auf beiden Seiten. Hätte mich auch gewundert. Jo, jetzt kommen wir mal zum Highlight. Also jetzt nicht zur Sonja, sondern was? Zum eigentlichen Highlight. Dieses Auto. Dieses Fahrzeuges, genau. Und zwar haben wir hier eine Toilette. Ja, jetzt werdet ihr sagen, das ist hier nichts Besonderes. Aber guckt mal hier nach rechts. Wir haben hier tatsächlich noch eine abgetrennte Dusche. Und die ist mal richtig klasse. Ja, also auch hier Silikonfugen, alle super gezogen. Da gibt es nichts zu meckern. Ja, wir haben hier noch Oberschränke. Ausreichend hier oben mit Lüfter. Oh ja. Mal was gucken. Ja, den kann man in beide Stufen schalten. Entweder bläst er von außen rein oder er zieht die Luft raus. Auch super. Ja, das Waschbecken ist auch in Ordnung. Schön tief. Den kann man leider nicht rausziehen. Ja, hier unten die Toilette wieder mit Keramikeinsatz. Und die muss man dann auch beim Voyager Z nicht aus dem
Heckstauraum rausporkeln, sondern die hat dann außen nochmal eine Klappe. Aber das finde ich echt klasse. Und wie gesagt, die Möglichkeit, hier auch getrennt zu schlafen, so wie wir beide das ja machen. Und nein, das darfst du jetzt mal machen. Dafür habe ich jetzt mal die Assistentin, die redaktionelle Mitarbeiterin, genau. Die braucht jetzt erstmal wieder 10 Minuten, bis sie fertig ist. Nein? Ja, das ist jetzt... Je öfter man das macht, umso besser. Ja, das funktioniert. So. Upsa. Genau. Das kommt jetzt hier rüber. Die Leiter, weiß ich jetzt nicht, wo es steht da ein bisschen hoch, wahrscheinlich Traveler die hingeräumt hat, aber ne, die kann man jetzt hier hinstellen und kommt trotzdem noch ins Bad, also das ist gut gemacht. Aber wie gesagt, das bleibt letztlich mein Hauptkritikpunkt bei Globe Traveler, dieses Bett, da werde ich auf jeden Fall noch irgendwas tun müssen, weil das erscheint mir dann doch etwas zu hart oder zu dünn von der Auflage her, zumal es hier auf der Seite nicht unterfedert ist. Da müsste man auf jeden Fall noch irgendwas tun oder hier noch einen dicken Topper drauflegen, der natürlich dann während der Fahrt auch irgendwo hingeräumt werden muss. Also das muss man dann überlegen. Vorteil natürlich dieser Bettvariante ist, ich kann natürlich, wenn das Bett hoch ist, also wenn die Maus das jetzt mal wieder hochbaut, kann ich dieses Heki da oben aber auch nutzen, wenn ich hier unten sitze. Was auch geht... Ja, genau, das wollte ich jetzt mal sagen. Weiterer Vorteil ist, wenn es unten ist, kann man hier... Auch hier noch super sitzen. Ja, also ich zeige das mal. Ja, das geht eben bei uns im Lastrada nicht. Hier kann man noch wunderbar sitzen, wenn das Bett schon unten ist. Ja. Na? Also wie gesagt, eine Sache ist dann halt immer, ja, die man schlucken muss. Und was ihr jetzt von unten seht, das ist zwar unterlüftet, aber es hat keine Federung. Ne? Das hier ist tatsächlich hartes Metall. Ne? Also es ist keine Feder eingebaut, kein Tellerfedersystem oder irgendwas in der Richtung. Da weiß ich nicht, wie das auf längere Sicht mit dem Komfort ist. So, aber das ist ganz schnell umgebaut. Zack. Ja, fertig. Ja, und dann hat man jetzt auch dieses Dachfenster wieder wunderbar im Zugriff. Muss man nur ständig putzen. Jo, das ist bei allen Hochglanzoberflächen. Ja, hier vorne noch gerade was zu dem Rollo. Da haben wir wieder eine Kombi-Version. Einmal haben wir das Dometic-System von unten. Ja, und das habe ich jetzt schon bei Karmann gesehen. Ups. Es schließt irgendwie nicht hundertprozentig. Also ich werde da kein Freund von. Jetzt, aber es bleibt immer eine kleine Lücke oben. An der Seite haben wir wieder die altbewährten Remis. Aber vorne gehen jetzt immer mehr Hersteller zu diesem System über. Ich bin da noch nicht so von überzeugt. Zumal man jetzt hier auch nicht mehr an den Griff drankommt. Ja, also wie gesagt, alles gut und schön. Aber wenn ich mir das jetzt hier nutzen will, ne, diesen Griff hier, das funktioniert dann leider nicht. Ansonsten, Raumgefühl hier in dem Fahrzeug ist sicherlich super. Ne, allein auch durch die offene Blickachse, die wir hier haben, dass der Kühlschrank das Ganze nicht einengt. Gefällt mir gut. Und die offene Dusche oder die separate Dusche, natürlich klasse. Darf ich den mal auseinander? Ja, das war jetzt mal eine wirklich ultra Kurzvorstellung vom Voyager Z hier auf der Messe in Essen. Und wir gucken mal, was wir jetzt noch finden. Und ja. Viel Spaß beim nächsten Video, sehen wir uns wieder. Bis dahin, tschüss.